Snaxy und er mag persönlich Samus Snake nicht. Okay, okay. Das heißt, selbst wenn er hier verlieren würde, würde er wahrscheinlich auf Steve bleiben. Das Ding bei dem Matchup ist halt, also Steve kann natürlich seine Wand aufbauen und dann anfangen zu meinen, solange kann Samus ihren Charge Shot aufladen, aber wenn der aufgeladen ist, dann kann Steve einfach weiter meinen. Das heißt, irgendwann musst du diesen klotzigen Kerl approachen und das ist halt schwierig. Gerade auf Small Battlefield stelle ich mir das schwer vor. Aber schön hier mit einer sehr schon mal ersten Hit gelandet. Hab Nexty am Anfang des Events mal gefragt und er hat gemeint, dass er gegen Quick auf Grind Sessions, circa Even Spielzeit spielt. Sehr interessant auf dieses Set. Nicht nur wie es ausgeht, sondern wie es ausgespielt wird. Weil stimmt, die zwei haben das Matchup schon gegrindet, oder? Das hat man jetzt auch gerade gesehen. Ich hätte mich nicht getraut, einfach auf das TNT mich zu stellen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber Quick weiß es anscheinend. Man muss aber auch sagen, wenn man gegen Steve keine Matchup-Erfahrung hat, dann ist das auch wirklich sehr, sehr schwer. Der Upsmash, der interessante Choice. Den Upsmash konnte er jetzt noch punishen, der hat ja eigentlich sein Lag. Bin voll gespannt. Interessanter Trade. Auf jeden Fall interessant. Er hat Diamond, spart sich aber anscheinend noch für den nächsten Stock auf. Ja, er möchte den jetzt am liebsten beenden und das macht er auch fast mit dem F-Smash. Ja, nur, na gut, er hat nur ein Holzschwert. Ja, nur ein Holzschwert. Weil mit Diamond hätte ich schon bei 80 Cent das Ledge gekillt. Okay, aber das TNT killt. Ist immer ein gutes Ledge-Trap-Tool. Und jetzt hat er sich trotzdem Diamond genommen. Aber macht Sinn, weil jetzt ist er bei Low Percent. Jetzt kann er viel Damage machen. Ich weiß nicht, wie profitabel das für Combo-Routen ist, aber Damage macht's auf jeden Fall. Und es killt auch früh. Und bei Steve, bei den Tools hast du ja nicht das Negative, dass sie nach einer Zeit ablaufen oder so. Du hast sie die ganze Zeit und solange du sie nicht benutzt, bleiben sie auch. Auf jeden Fall sehr interessant. Versucht ihr die Recovery mit dem Minecart zu covern? Boah, er hat fast den Smash getroffen, er hat gekillt. Das ist schon scary. Weil ich selber ganz genau dieses Steve-Smash, von dem wird es nicht getroffen werden. Absolut nicht. Mach's gut, Skyris. Auf jeden Fall interessant. Nexty hat hier einen sehr, sehr krassen Lead und er spielt tatsächlich allgemein ein bisschen aggressiver als erwartet. Aber scheint zu funktionieren. Ja, wenn man den Lead hat, möchte man den ausbauen. Okay, aber die Reversed Charge Shot. Reversed Charge Shot, um den Spot Dodge zu catchen. Ah, jetzt hat er wieder Diamonds, nicht so. Nice. Ah, okay. Wie hat das denn jetzt? Ja, der eine Block ist weggegangen. Während der Abi, ja, er hat Abi gedrückt, dann ist der Block weggegangen und dann hier. Dann ist das passiert, was passiert ist. Steve Shit halt so. Steve passiert Shit, halt. Das ist eine Wissenschaft halt. Für sich. Das ist halt echt so, Alter. Den Down-Tilt aufs Schild kann nicht jeder Charakter punishen, ne? Wenn man so einen Terragram hat, ist schon ganz schön. Down-Tilt von Steve? Down-Tilt von Samus gerade aufs Schild. Doch, also das ist minus 30 oder so. Okay, dann. Das heißt, viele Charaktere können einfach Dashgrab machen. Also interessant, Quick stirbt jetzt hier tatsächlich nicht, muss aber aufpassen, weil er hat Gold, das heißt, die Minecarts killen jetzt. Aber jetzt hat er kein Gold mehr und kein Eisen. Und, let's go, komm! Die Rolle wird gecovert. Das ist jetzt scary für Nexty. Backthrow, er holt das Charge-Shot. Wieder eine Ledge-Trap-Situation. Bombe, Charge-Shot. Noch mehr Prozent, dem Kill immer näher. Quick kommt das ist und es. Ja, das ist einfach. Es ist halt eine gefühlt 20 Sekunden Sequenz, aber am Ende bist du immer tot gegen Krieg. Das ist halt. Der nächste Charge Shot. Ja, das ist ein Kill. Ja. Sehr interessant. Schnell ein bisschen was meinen. Auf er hat Eisen. Kein Diamond. Der Grab geht über Blocks, aber wahrscheinlich nur von der Animation her. Ich glaube auch nur die Animation. Da wäre bestimmt irgendein Jank passiert. Ja, wahrscheinlich wäre der Grab gecancelt worden oder so. Leider das Minecart nicht damit zerstört, gerade eben mit der Fair. Oh, Quick wollte für den Ledge Slip Downer gehen. Er geht auch für die. Ah, er baitet die Ledge Slips und damit geht er mit Down B. Sehr da waren gut. Beide kurz ein bisschen gescared. Beide mal für ein paar Frames im Shield gestanden. Muss auch nicht unbedingt heißen, dass man scared ist oder einfach, dass man safe sein will. Und schauen, was jetzt passiert. Weil einfach Shield manchmal auch einfach die beste Option ist. Und oh, guter Charge Shot Cancel into Grab. Aber es hat auch so viele Mix-Ups mit Charge-Shot. Next ungefähr schwer ist und der Upsmash kommt. Upsmash kommt. Da hätte er schneller rausmashen müssen. Ah, okay. Das war gut confirmed von Nexty. Definitiv. Muss man auf jeden Fall sehr, sehr achten. Minecart nicht nur, wenn es in der Luft ist, sondern auch am Boden und es so langsam weiterfährt. Ist es immer noch ein Command-Grab? Ja, sehr, sehr nervig. Die beste Idee ist wahrscheinlich immer drüber springen.
Was ich immer gerne mache, vor allem bei sowas wie Small Battlefield, ist, ich bin auf der Plattform und reagiere einfach und mache im Zweifelfall einfach einen Drop, Plattform Drop Aerial. Oder ich mache halt Jump, Shot Up, Backer. Das ist ganz gut für Minecart und wenn er kein Minecart macht, dann geht er in die Ledge, dann kann ich Ledge trappen. Ja, also die Ledge Traps haben ziemlich gut geklappt bei Quick. Also, ja. Nexi war auch viel Offstage in dem Game. Wenn Quick die Zeit bekommt, einen ordentlichen Ledge Trap zu setupen, also nicht mit Bomben, sondern auch mit gut gechargten Charge Shot, dann ist es wirklich scary. Weil dann kann er gefühlt alles covern. Ja, hat er auch gerade eben fast geschafft. Leider hat es dann am Schluss nicht gereicht, aber es war ein Close Game. Aber wenn Nexi gesagt hat, dass sie circa even sind, dann kann man ihm vertrauen, denke ich. Zumindest in Frame. Hat man ja auch hier gesehen. Also haben wir auch Grind Sessions gemacht. Und ja, er liegt jetzt 1-0 vorne. Nexi, und das ist die 3. PS2 jetzt statt Small Battlefield. Zeigt auf jeden Fall. Gleiches Stage Layout, nur ein bisschen größer. Sehr interessanter Counterpick von Quick. Aber da wir schon ein bisschen gemerkt haben, dass. Gutes SDR übrigens, dass Nexi etwas aggressiver ist, kann ich im PS2-Pick tatsächlich gut nachvollziehen. Weil Quick damit dann etwas mehr Platz hat und selber entscheiden kann, wann er aggressiv reingehen will und nicht. Und jetzt will er richtig aggressiv reingehen mit der Downhill. Na gut, das habe ich gerade eben gesagt. Also ich habe immer das Gefühl, Steve kann besser entscheiden. Also kommt mit Dissing, also wenn jemand nicht engaged, kommt Steve damit besser klar, weil er dann einfach sich unendlich hoch aufpushen kann. 5 Diamanten finden kann und dann ist es schwierig nochmal was zu reißen. Ja, aber wir vertrauen dem Profi bei dem Stage-Pick. Mhm. Meine persönliche Erfahrung mit Steve ist es einfach sehr wichtig, dass du Midrange Bait und Punish machst. Also auf der Range steht, dass du ihn halt immer punishen kannst mit deinem Charakter, wenn du eine groß genug Burst Option hast. TNT Downswish, sehr gutes Setup. Sehr gutes Setup. Aber halt aus der Burst Range von Steve raus. Und dann muss halt immer preemptively committen. Haben wir jetzt schon wieder gesehen. Also die Plattform covert es natürlich nochmal viel besser, wenn er diese Wand da hat und Quick damit beschäftigt ist, die irgendwie kaputt zu kloppen. Jetzt mit seinem Up-Tilt macht er das immer. Kann er versuchen, den Up-Tilt danach direkt zu punishen. Ja, Up-Air-Cocked fast. Up-Throw-Cocked. Okay. Okay. Jetzt ist er... Oh, er zerstört. Block. Sehr interessant. Okay, interessantes Gebilde. Die Bomben gehen tatsächlich, werden tatsächlich vom Steve ab mich zerstört, sehr interessant. Sonst also wäre es Free Pressure. Aber Nexi hat gerade nicht so viel Material, das heißt ja, es ist gut, wenn Quick ihn jetzt etwas mehr pressured. Ohne Diamond, ohne so viel Material, noch ein Eisen. Und Nexi jetzt auf Stage wieder. Keine Zeit grad gehabt für den Ledge Trap. Oh, er ist gescared. Quick ist am Smoothen. Macht Pressure, Down Smash. Down Smash. Oh, Gott, schöne das war Nair. So schön. Die High Recovery gecatcht. Offstage gegangen, erstmal angetäuscht, dass er low geht. Ja, ja. Nexi hat auch gut reagiert, dass er onstage versucht hat zu recovern, aber Quick hat es einfach. Ja. Gut gebaitet, ausgemacht. Ja. Und Nexi immer noch nicht so viel Ressourcen. So zwei Eisen, aber das war's. Ein ja, Eisen. Ja, so langsam ist vorbei mit den Minecarts. Ja. Ah, jetzt kriegt er ein bisschen was. Jetzt kriegt er wieder ein bisschen. Guter Downtilt. Downtilt der Auto, Ledge Trap, Edge Guard. Und oh, der Down Smash Two Frame, glaube ich. Interessant. Oh, jetzt ist halt, jetzt hat er Gold, jetzt ist das wirklich, kann er mashen und. Das war scary. Die Frame, Steve's Frame Data, wenn er Gold hat, ist auf jeden Fall sehr, sehr viel stärker. Und er hört nicht auf. Er hört nicht auf, er hat kein Ending Lag und. Und er macht das gleiche. Oh, macht er kein Abwehr. Oh, er gibt ihn ab, Smash. Das ist eine interessante Entscheidung. Nexi hat die Abi gebaitet, ist mit dem Jab weggegangen. Quick hat einfach außerhalb der Blastung gechillt. Das Taschenmesser Kaboom, was Steve immer beim Ledge Trap auspacken kann. Aber vorhin haben wir gesagt, Quick hat gutes Ledge Trapping. Das Ledge Trapping von Nexi auch gerade sehr scary. Das hat man sehr gut gesehen in diesem Game. Und jetzt schon kommt auch nochmal ein TNT Setup. Getroffen hat. Und das dritte TNT und das ist auch schon der Kill. 2-0 für Nexi. Nexi wieder mit seinem potenziellen zweiten Upset. Hat der schon den Winner's True rausgehauen? Mit dem Snake? Seed 2 und jetzt gegen Seed 1 schon 2-0 vorne liegen. Das kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Ja. Aber wir wollen es nicht cursen. Ist
noch alles drin in diesem Game. Ich finde, es war immer noch sehr even. Es hätte immer noch sich anders wenden können, auch wenn es am Ende doch sehr danach aussah, als hätte Nexi die Oberhand. Sehr interessant. Bin mal gespannt, was sich Quick jetzt einfallen lässt. Weil da muss jetzt was anderes kommen. Ja, vielleicht wäre eine kleinere Stage eine Idee. Ich weiß nicht, ob es an der Stage lag. Ich glaube, es war eher daran, dass er im Vergleich zum letzten Game viel nicht so gut auf die TNT-Setups klargekommen ist. Ah, ja, stimmt. Okay, Nexi hat halt adapted. Das Quick hat es mehrmals gemacht, dass er auch einfach auf das TNT gegangen ist, nachdem er an der Ledge war. Und Nexi hat es jetzt so gemacht, dass er einfach die Pressure Plate aktiviert hat. Und da verriss er halt selbst ein bisschen Schaden, aber für den Gegner ist es natürlich ein bisschen mehr Schaden, den er dann einsteckt. Ich persönlich versuche immer bei TNT Down Smash immer Jump Air Dodge zu mashen. Okay, ja, das ist wahrscheinlich die beste Entscheidung, aber darauf kann er auch reagieren. Nee, kann er nicht. Nicht? Nee, also wenn er... Jump Air Dodge? Doch, also wenn er TNT Down Smash macht und ich time es so mit dem Air Dodge, ist quasi, wenn er den Down Smash so macht. Das ist eine Behauptung, kann ich jetzt nicht widerlegen, okay. Das hat er mir sogar selbst geraten, okay, okay. Jump Air Dodge. Da haben wir doch Double Jump, je nachdem. Dann geh mal zu Quick, sag den das mal schnell. Ja, so also ein bisschen Set-Coaching, ne? Ja. Steht das im Ruleset? Ich glaube, Das ist dein Ruleset. Nein, das ist Jupas Ruleset. Also, der stimmt. Wird da nichts sagen. Ah, ich bin hier übrigens mit dem... Ich bin auf die erste Stage. Deutschen Ruleset offiziell. Das ist recommended. Ja, by the way. Deutsches Ruleset. Aber meanwhile gehen wir auch hier wieder in-game free. Quick mit einem schönen Start, 67%. Sehr schöner String. Ah, noch vom Minecart. Wenigstens nicht den Command Grab abbekommen, sondern nur die Hitbox. Interessant. Run-Up into Grab. Quick auf jeden Fall hier mit den Adaptions. Traut sich auch einfach zu overshooten, einfach weiter durchzulaufen und dann die Option zu machen. Und der... Da kommt er wieder zurück, ist ja, kein Problem. Zurück. Aber und die Backhit von der! Das war ein sehr, sehr cleaner Stock von Quick. Ja, und ich kann nicht mehr reden. 8% hat er bekommen. Gute Sequenz allgemein. Quick! Okay. Jetzt darf Nexi antworten. Mit dem Block in der Luft expandet die Combo. Ja. Mal schauen, ob sich Quick jetzt davon runterkommen lässt oder ob er hier jetzt hier bleibt. Schön gespottet. Minecraft gespottet, sehr schön. War sehr schwer. Ich bin froh, dass Rushdown-Charakter gegen Steve hat. Ich bin ehrlich. Charge Shot, Down Tilt. Kein Eisen. Oh, er wollte durchrollen, aber hat nicht funktioniert. Oh, die Down Smash. Sehr, sehr smart von Quick auf der Plattform zu stehen, auf dem Block zu stehen und damit quasi eine Option zu baiten, den Upsmash zu baiten und so zu punishen mit dem Downtilt. Oh, ja, mit dem Redstone, das killt früh. Die Side B. So auf jeden Fall aufpassen, wenn Steve Gold hat und damit Michael boosted ist. Turnaround Grab leider nicht bekommen. Dann, ja, verliert sehr dagegen. Und, aber jetzt dann wieder an der Ledge. Ah, okay, der vermeint. Er ist high recovered. Das hat er nicht gepunished. Die on-stage recovery. Jetzt wieder. Was guter Vorteil ist für Steve in dem Matchup, ist, dass er sehr, sehr schnell recovern kann und deswegen kriegt nicht so viel Zeit, seine Sachen zu setup. Aber nur schon gerne in die. Dieses Mal ist es schief gelaufen. Das sieht man selten bei Nexi. Ich wollte gerade sagen, was ist passiert? Der hat doch reingenutscht gerne. Ich dachte, funktioniert nicht. Hab für einen kurzen Moment weggeschaut gehabt. Aber jetzt ja alle gesehen. Kommt jetzt. Ja, schöner Pimmel Grab. Aufgewartet, auf die Panik Option Schild gewartet und direkt gepunished. Jetzt die Stock Advantage von Quick. Spielt hier jetzt ein bisschen langsamer. Oh, das war richtig smart von Quick. Ist, hat gesehen, okay, er hat Diamond. Nexi wollte craften, hat ihn aber einfach mit dem Body einfach weggepusht, sodass er nicht mehr craften konnte. Ah, jetzt hat er leider trotzdem Diamond. Aber es war trotzdem sehr, sehr smart. Oh, bitte jump. Das ist scary. Danke. Nein! Das war der Direct Share Air Dodge. Air Dodge. Oh. Das war Direct Share Air Dodge. Okay, das okay. War... Ich werde mich nicht mit Top-Spielern streiten. Was? Also. Ich lasse es einfach mal unkommentiert. Und, oh. Charge Shot und 2 Smash Attempt. Und ja. Quick jetzt hier auch schon wieder auf seinen Potential Tournament Stock. Und oh, die Downer möchte ich nicht unkommentiert lassen. Das war ein sehr schöner Gedanke. Dass er da vom Eisen abprallt und er wollte ihn in der Luft catchen mit der Down Air, hat aber Patience. Nicht Quick kommt. Oh mein Gott, die F-Smash ist kommt. F-Smash killt jetzt.
Weil Diamond broken. Geht an die Ledge. Oh, die Bombe zerstört das Minecart. Ja, Projektile zerstören das Minecart schnell. Ich weiß nicht, ob sie es direkt zerstören oder einfach hat schneller. Hat keine Ressourcen mehr. Bait kommt. Sehr scary für Nexi jetzt. Abbeer Shields. Aerial Upbeat. Hat mehr Knockback. Oder hat sie mehr? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Von Gefühle auf jeden Fall. Oh, okay. Diamond Dash. Oh, und okay, jetzt ist es doch scary für beide. Jetzt ist es scary. Jetzt hat er Gold. Jetzt ist Minecart eine Burst Option gekillt. Jetzt auf jeden Fall aufpassen auf die Burst Option. Er geht auch für die Minecart und das ist der Kill. Das ist der Kill. Das killt, okay. Ja, du hast kurz gewartet. Ja, ich wusste, ich weiß sowas. Ey, das ist Samus, also seitdem das aus irgendeinem Grund gebufft worden ist, ist. Ja, sie braucht es. Sie braucht es. She needs it. Eigentlich nicht, aber. Okay, ein Game für Quick. 2-1 immer noch. In Games. Lässt sich auf jeden Fall so leicht nicht geschlagen geben. Auf es jeden bleibt Fall. Spannend. Sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ich habe. Was hältst du denn von Steve? Steve, darf ich Schimpfwörter benutzen im Stream? Nein, Moderat, okay. Es ist ein interessanter Charakter. Ich finde es nicht schön, gegen ihn zu spielen. Es ist interessant, ihm zuzugucken. Ja, das finde ich auch. Also es kann interessant sein. Oder du bist abgefuckt. Okay, also Nexi gucke ich gerne zu, muss ich sagen. Nexi schon. So, also ich. Klar macht er Steve Stuff teilweise, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich schon. Die anders macht als die meisten Steve. Er ist anders als die anderen. Er spielt Enderman. Und ihr geht auf FD. Okay. Er hat schon wieder versucht, durch die Blöcke zu grabben. Ich würde echt gerne mal wissen, ob das klappt. Ich glaube, es klappt nicht. Ich würde er weitermachen. Das war ja quasi nur er grabbt, dann kamen die Blöcke. War nicht auch in Reaction. Sonst wäre es, glaube ich, broken. Okay. Das ist interessant. Nexi auch immer mit sehr, sehr unterschiedlichen Blöckenplatzierungen. Und je nachdem, wie die platziert werden, muss Quick natürlich adapten. Okay, wie punisht er sie jetzt? Wie geht er jetzt damit? Auf jeden Fall sehr gut und. Bis jetzt sah es aber sehr gut aus, wie er an der Wand immer vorbeigekommen ist. Auf jeden Fall sehr interessant. Charger kommt, zeigt ihr auch. Nexi hat nicht so viel Eisen, gerade aktuell Geins, aber selbst wenn er Eisen hat, hat er meistens nicht mehr als 2 oder 3. Sehr schön die Roll gecovert. Sehr schöner Roll-Read mit einem Stop dem Up-Smash. Samus Up-Smash sieht man auch nicht so oft aus guten Gründen, weil der Move oft nicht funktioniert, aber... Ja, solange keine Plattform in der Nähe ist, kann man das mal wagen. Selbst dann kann er mal gerne mal connecten. Und oh, jetzt war er trotzdem auf dem TNT, trotz der Pressure Plate. Kommt die Eis, oder? Ja, Pressure Plate, ja. Wäre interessant. Nexi ist jetzt ein bisschen am Quick Campen, aber er kommt klar. Auch sehr, sehr stark, wie Quick die Blöcke kaputt macht und danach versucht, eine Option zu baiten und dann wieder für Midrange geht. Und wiederum Nexi versucht immer mit dem Minecart. Okay, Kill. Redstone. Nexi versucht oft mit dem Minecart diesen Approach zu baiten und dann, also. Er tut so, als würde er approachen, jumpt aus dem Minecart und möchte dann eine Option von Quick, die in der Luft ist, catchen. Aber Quick schafft der kommt. Okay. Quick schafft es sehr gut, das zu avoiden. Lässt sich davon nicht baiten. Aber das sieht gefährlich aus. Das war kurz. Das hätte Spike sein können, das wäre ein bisschen scary gewesen. Sweet Spot hätte gespiked. Ich wollte gerade fragen, hat er Charge-Ups? Gerade nicht. Das ist jetzt die Frage. Predet man ihn hier lieber oder will man Charge-Up kriegen? Da er keine Ressourcen hat, möchte man ihn auf jeden Fall pressuren. Aber wenn er einen Hit kriegt, macht es auf jeden Fall viel mehr aus. Und Dash Tag kommt. Quick hat keine Zeit, Charges zu chargen. Sehr interessant. Aber andersrum hat Nexi auch keine Zeit, seine Ressourcen aufzuladen. Also sie wollen sich gegenseitig nicht die Zeit lassen. Okay, auf jeden Fall sehr starke Adaption von Quick. Oh, immer wenn ich Steve F. Smith sehe, denke ich immer, er ist tot. Muss ich dann realisieren, okay, er hat es gemacht. Und der! Reverse Up-Smash! Quick is on fire! Der hat hier keinen Bock, hier ins Losers zu gehen. Hier aus dem Tournament zu gehen, aber der Parry auf den Charge und into F-Smash. Da ist er überschossen mit der Abi. Und damit schon wieder Tournament Stock, Even Situation. Oh, das tut richtig weh mit dem Spike. Noch ein Ledge-Trapping.
Der Reed wäre es gewesen. Nein, der wäre es noch nicht gewesen, aber es war trotzdem scary. Oh, Advantage kommt. Verkackt die Combo, das könnte crucial sein. TT kommt. Okay, nicht. Er hat keinen Jump. Er muss jetzt die Ressourcen geben. Oh, versucht jetzt hier zu covern. Oh, schöner Bait mit dem Drift. Ja. Quick muss aufpassen. Charger kommt. Du merkst langsam hier in der Wege, wird es auch langsam heiß. Ab B oder Shield. Dürftet jetzt. Oh. Ah, er kann ihn nicht so gut zu Ledge forcen. Beide versuchen hier irgendwas Fair zu kriegen, Shields. Um dieses Auf jeden Fall zu der Pan. Quick mit dem Patience, mit den Wave Bones. Und oh, den Ledge Tag. Die kennt nicht. Okay. Auf jeden Fall konnte Ledge Trapping. Beruhigen Sie sich bitte wieder. Er hat es sehr gut geteilt, weil Steve nur schon gerne auf alles ist ohne Self Smash. Oh, und der zweite Versuch mit dem Up Smash ist leider daneben gegangen. Und das Diamond F Smash, der killt in dieser Situation. Damit holt sich Next dieses zweite große Upset heute. Und über Quick. Weder und Quick noch True4 in Grand Final in einem hessischen Turnier. Damit hätte wohl wahrscheinlich auch niemand gerechnet. Also, ich absolut nicht.